Hallo. Na, wie geht es uns heute? Hast du schon mein Fahrradvideo geschnitten, Papa? Geht es gut? Dein Fahrradvideo? Ja, das wollte ich. Ja. Ach so, ja, das ist schon auf deinem Kanal hochgeladen. Oh, cool. Können wir es mal gucken? Na, jetzt nicht. Jetzt machen wir gleich nur so. Au. Was ist das denn da? Was ist das? Was ist das? Was denn? Du. Besser. Hey. Nein. Ich will auch die Kamera, damit ich auch ein ganz stolz bin. Yay. Hey. Sie sabbert ein bisschen. Ja, die kriegt Zähne. Also, wenn ich das hier schicke. Ah, die kriegt Zähne. Wo ist Onas Mütze? Papa, wir gehen jetzt. Blumen. Mit Deckel. So, alle nehmen Deckel bitte mit. Schöne Mütze. Deckel. Na, Deckel für den Kopf. Ach so. Der ist schon im Auto. Ach, den hast du schon einkaufen. Oh, hast du schon mal? Ja, genau. Alle anderen müssen noch was. Hast du schon mal? Wenn unser Auto noch da ist, weil die Fahrt jetzt. Jetzt haben wir erstmal Auto. Unser Auto hat ja viel mehr Platz jetzt. So, ich muss. Naja, so viel Platz ist es auch nicht. So, ich muss mal kurz nochmal durch. Kann mich da mal erinnern, wo einmal. Alter, ist das ein Problem oder was? Das ist ein Problem. Ja, ich küsse, ey. So, Mann, ist das eine offene Junge hier. Oh Gott, ist das ein Chaos, hier loszukommen? Ja, natürlich. Perfekt. Aber du musst dein Fahrrad festhalten. Alles drin? Alles dran? Wer ist nochmal der Paar? Hast du die andere Kamera jetzt eingepackt? Ich hab zu Hause nicht mehr gesehen. M-E-L-L-O-W. Oh, alle drin? Vier Räder? Nee, ich seh's nicht. Fünf Kinder? Zwei Erwachsene. So ein Bus ist schon geil. Und tschüss. Das war ein Herbstwohnmobil. 3 Euro kostet Eintritt. Eintritt 3 Euro. Ha, ich will auch einfach zutreten. Ha, 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 ha. Wenn man fahren will, 3 Euro. Winkelunterlage mitnehmen. Immer mit dem. Achtung! Was soll's? Erstmal ganz artig.
Na? Mama, ich bin dort durchgefahren. Und ich hab das nicht kaputt gemacht. Das ist normal. Du hast halt Steine. Auch viel. In der Natur gibt es wahnsinnig viel Steine. Warte, Papa, du kannst du bitte dorthin gehen. Yay! 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 Super! Na ja, super, alle pennen oder was? Nö. Mein Gott, mein Baby. Ja. Mein Gott, mein Baby. Wirklich. Mein Baby. Baby. Warte. Hält? Ja, ich hab mal geguckt, ob das vom Durchmesser passt, aber nicht ganz. Ah, nicht ganz, okay. Ja. Ja, gut. Guten Morgen, guten Morgen. So. Und wie war Mellow Park? Ja, war schön, Spaß gemacht. Den Kiddies. Ja. Was soll ich dir sagen? Die haben echt versucht, das BMX zu klauen, weil ich hier angeschlossen habe. Ja? Ja, haben aus dem anderen Rad die Sattelstütze rausgeholt. Ja? Ja, und haben dann probiert zu drehen. Aber? Das Schloss sieht zwar billig aus, aber es war nicht so billig. Okay, Alter, ey. Das ist teuer, was geworden. Ja, also ich gehe mal davon aus, das wird besagter Kunde gewesen sein wegen den Schrotträgern. Weil sind ja keine Bremsen dran. Also das heißt, ach so, meinst du, der angeschlossen. Ja. Also geht mal davon aus, war bestimmt der. Hui, hui, hui. Und normalerweise, manchmal verschweißen wir die auch. Oh, haben wir früher gemacht. Jetzt wollen sie alle Klappräder wieder haben. Ja. Bleibt's offen. Aber wie gesagt, Verschraubung ist dringend zu prüfen. Und den Kunden muss man immer sagen, vor jedem Fahrtantritt bitte die Verschraubung prüfen. Da kann auch mal ein Spaßvogel vorbeikommen. Den einfach mal sehen. Bist du tot? Das muss man dazu sagen. Das ist einfach mal tot. Hier bei uns im Berliner Straßenverkehr. Ja. Also gibst du vor Auto oder was? Ich habe mir die Schraube direkt auf die Soli gerammt und bin erst mal 10 Minuten liegen geblieben. Ja, bitte nicht anfassen. Mit permanenter Schnappatmung. So, mehr als 2,5 will ich gar nicht drauf machen. Ich meine, als ich damals beim TÜV meine weiterbildende Maßnahme gemacht habe, also eine 3-Monats-Maßnahme, so mal zum Rindschnuppern. Für was?
Ja, Fahrradmonteur. Also. War halt auch ein Spaßvogel der Meinung, mir meinen Schnellspanner vorne zu lösen. Ja. Ganz witzig. Wir fahren Bürgersteig runter und mein Vorderrad rollte über die Straße. Und ich habe mich natürlich richtig aufgemault. Und wenn der Taxifahrer nicht so gute Reaktionen gehabt hätte und die bremst hätte, wäre mir über den Schädel gefahren. Mann, war ich stinkig. Das muss gekriegt werden, oder? Das muss gekriegt werden, oder? Ja. Hat mich sehr noch blöd angegrinst. Und dann hat ihm erstmal gesagt, was passiert ist. Und dann hat er plötzlich nicht mehr gegrinst. Und dann habe ich mir den Spaß erlaubt und habe sein BMX-Rad mit seiner eigenen Fahrradkette angeschlossen. Das geht ja noch. Ja, das war halt tatsächlich, also so was ist dann halt ein Spaß. Ja, weil er stand halt da, schließt sein Fahrrad ab, wie jetzt, meine Fahrradkette ist da drum, wie geht denn das? Zumindest. Na klar, aber jetzt habe ich denn die Ketten, die Zange. Okay, Moment. Also drehen wir am Licht, machen wir ganz kurz vorne eine Lichtprobe. Was ist von hinten drin? Ah ja. Also, ist genau. Der. Gut, hinten ja. Läuft. Ja, vorne war. Dann war er halt. Du brauchst ein Käffchen trinken. Ja, Käffchen trinken, wie sagt sie, hat auch irgendwie. Aber ich hab dann immer Berufsschule, selbst bei der Berufsschule. Ich war der erste in der Kantine, die gerade aufgemacht, der Kaffee war gerade frisch. Kaffee drin. Und Kaffee. Moin, Kaffee bitte. Hat ja mal ein Stück kostet, oder? 50 Pfennig oder so. Ja, war ja ein Pfennig. 50 Pfennig hast du bezahlt in der Berufsschulkantine. Aber bei uns bezahlt sie 40. Und die hat sich gefreut. Na, Pfennig halt. Ja. Also. Ja, bei uns bezahlt sie jetzt 40 Cent, aber. Ja, so ähnlich. Das ist kein großer Unterschied mehr. Das ist eigentlich immer noch billig, aber ich muss halt auch dazu sagen, da ich halt persönlich eher Kaffee trinke und das für mich so in die Kategorie fast Tee fällt. Tee? Ja. Und dünn aufgebrühter. Ja. Also die Beutel vom Vortag haben wir normal verwendet. Mir ist der Kaffee da halt zu dünn, also. Upcycling. Haben Sie ihn mal getrunken? Nee, die machen da schlichtweg untergreifend zu wenig Kaffee drin. Magenschonend. Ah. Ach du Dickerei. Hey, dass ich das Bremsmantelfett echt immer in der kompletten Narbe verteilen muss. Ja, das kommt davon, dass er vielleicht von außen auch noch Zeug drin sprühen. Ja. Das ist scheiße. Ganz hier. Unterricht. Das Hälfte schon verpasst, aber beim Zusammenbau kannst du ja nochmal. Ja, na klar. Was du da zusammensetzt. Da. Das vierte Leute ja vielleicht. Oh. Ab und zu ein bisschen. Haben sie mal ein bisschen Bildung. Nicht nur hier grobe Langeweile von Tommy. Wir haben diesen Tag das normale Leben. Alter! Kleine Spiralfeder. Extrem verharztes Ding. Okay, dann machen wir uns mal ein bisschen WD auf den Lappen. Ja, mach ich dann alleine. So. Dann haben wir hier den Schubkeil. Schubkeil, Schubklotz. Der ist normalerweise ausfallen müsste. Alter, wieso kommt denn hier raus?
Na also, geht doch. So, jetzt kann man das Hohlrad mit dem Kupplungsrad abziehen, meine Fresse. Die ist mal wirklich verharzt, aber mal richtig. Und die hat angefangen zu rosten von innen. Hm? Die hat angefangen zu rosten von innen. Das geht ja mal ja nicht. Du siehst an der Achse, rot ist immer scheiße. Würde ich natürlich mit dem Waschtisch machen. Ist einfach. Ja. Aber viel schneller geht's auch nicht. Na, weiter auseinanderbauen? Nee, weiter auseinanderbauen geht nicht, weil das hier geklemmt ist mit dem Federring. Ja, und machst du näher? Den kriegst du nicht ab. Brauchst du ein Spezialwerkzeug für. Kommst du nämlich gar nicht ran. Mach die mal. Check up machen? Ja, mach mal. Kann ich auch noch was lernen. Ja, lernen ist ja nicht viel. Nimmst du schon mal einen Schrumpf her? Oh Mann. Die Augen sind auch nicht mehr die besten. Dann guckst du jetzt mal, ja, wo der Anfang und das Ende ist von dem Ding. Ist hinter? Ja. Gibst du raus. Einmal den Finger drüber halten. Sonst ist er weg. In die falsche Richtung gezogen, aber da ist er. Zack. Ja. Ich leg's mal so hier. Jo, mach mal. Ja. Aber man ist halt ganz dünn. Und drin kriegst du ja so. Hier presst denn. Oh yeah. Nehmen wir uns mal eine Speiche, obwohl der geht auch. Sieht doch gut aus. Ich gleich eine Federung mit den Sperrklinken sauber machen. Federring sauber. Das wirst du auch vom Vorteil, wenn die Sachen so verdreckt sind, dann fallen sie wesentlich gleich runter. Ja,
wie ihr seht, hat sie hier eine Nase. Die konnte natürlich hier rein. Jetzt schieben wir das ganze Schraubenzieher in Position. Klack. Ja, und VfE-Effekt hat es natürlich falsch schon mal eingesetzt, oder? Ja, Rundung. Nö, stimmt. So, jetzt bauen wir den Planetenträger mit den Planetenrädern wieder auf die Achse. Haben wir hier so eine Scheibe, die funktioniert halt nur in eine Richtung wegen der Aussparung. Dann kommt der Federring da wieder rauf. Und dann sitzt es. Wackelt nicht. Sitzt. Passt, wackelt und hat Luft. Setzen das Ganze drauf. Ihr seht, ist der hier auf der einen Seite flach, auf der anderen Seite halb rund. Die flache Seite zeigt nach außen. Eingesetzt, eben mal gedreht, fällt er nicht mehr raus. Schon aufsetzen. Auch das Lager passt da nämlich schön drüber. Dann nehmen wir halt die L-Scheibe füllt. Die kommt hier oben auf die kleine Spiralfeder. Antreiber auf. Der Festkonus. Und dann wird das Ganze festgeschraubt. Könnt ihr schrauben bis zum Anschlag, weil der Finger heißt den Festkonus. Brauchen wir noch nicht. Aber wir drehen sie trotzdem schon mal um. Machst du das jetzt mit Fettung eigentlich oder machst du das ohne Fettung? Ich habe ein bisschen Fett drin gemacht. Muss man ja vielleicht dazu sagen, dass du nicht. Vielleicht nicht. Ich mach das halt nur, damit sie halt von innen nicht rosten, weil genau, so ein Lager. Ja nicht, ganz genau. Lager ich mach das nur lagerfertig. So kann man sie einlagern, dass sie innen nicht anfangen zu gammeln. Und dann müsste man eigentlich nochmal, wenn man es eingespeicht hat, was auch immer, nochmal kurz raus, nochmal richtig fetten. Genau. Aber so schon mal alles vorbereitet. Ganz genau. Macht sich immer besser, wenn man es dann verbaut. Ja. Und dann nur mit dem Lappen
Bleibt sowieso noch ein bisschen Fett drin. Konservierungsmittel dran, nehmen wir es mal so. Ja, hier gibt es eigentlich nicht viel zu beachten. Die breite Seite ist die vom Rücktritt. So sieht man es nicht. Jedenfalls nicht beim Einbauen. Seht hier die kleine Nase. Da muss nachher eine der Aussparungen vom vom Bremsmantel rein. Damit sich das Ganze auch bewegen kann. Und einfach den Bremskonus. Dreht ein bisschen, Schneckenmillimeter schnell. Hier kommt der Bremsmantel. Zack. Lager. Machen das hier natürlich jetzt alle zum Einlagern ohne Fett. Aber ein bisschen Fett kann man trotzdem nehmen. Mantel und hier so eine Nasen und hier habt ihr das passende Gegenstück dazu. Das muss ihr natürlich einrasten. Und sitzt. Beim Zuschrauben darauf achten, dass er nicht zu fest schraubt. Sonst passiert da gar nichts. Kommt die Kontermutter drauf. Kommt noch ein Schuss Öl drin. Ein bisschen verteilt und kann das Ding einlagern. Fertig. Ja, ich liebe diesen Namen. Unverwüstliche Dinger. Wenn ich sie selber nicht fahre. Wenn ich sag das einfach. Wo wegen? Wenn es am Vorderrad eingebaut werden. Ja,
Alles voll mit Arbeit hier. Haben wir doch ja gezeigt. So, haben wir doch. Was haben wir denn hier? Ah, schön sieht die aus. Schön. Wunderschön. Ah, was ist das denn? Was ist das denn? Sieht man nicht überhaupt? Ach, ich denke, die Beule hier wird man sehen. Und da ist auch gerissen. Ne, staucht. Da, oh, was ist das denn? Ist das ein Versteck? Kann man da was rausholen? Da ist drin. Ostern, wenn ihr mal nicht wisst, wohin mit die Geschenke? Einfach in der Felge verstecken. Kann man dann Weihnachten wieder rausholen, wenn sie abgebremst ist. Nee, war echt für den Arsch. Wobei. Bitte nur Schlauchwechsel, hat er gesagt. Er braucht unbedingt heute noch. Ja. Aber nicht mehr mit vollem Luftdruck, kann er vergessen. Nicht bei uns. Das Ding ist durch, das gibt es eigentlich so nicht wieder raus. Normalerweise. Gibt man so ein Rad so nicht raus. Oder gibst du raus, aber. Ja. Ohne Worte. Pumpt man hier auf. Ja. Und dann eben der Bremsbelag viel zu hoch eingestellt hier. Und tiefer geht. Tiefer geht er nicht. Also die Bremse mit anderen Worten, warum auch immer, total deplatziert. Weil wahrscheinlich ein Rad ohne Bremse. Bremsbelag, brauchen wir nicht drüber reden, der ist ja dran schuld, dass das so aussieht. Ist keiner da, mit anderen Worten. Ja, schönes Rad. Eigentlich so. Ja. Toll, gefällt mir. Finde ich gut. Kommt jetzt weg, kommt, stellen wir dann draußen neben dem Schrott gleich. Dann wisst ihr Bescheid. Oh Mann, ey. Wieder ein Rad. Asche. Schaut euch ab und zu auch mal die Bremsen an, schaut euch ab und zu auch mal die Felgen an, schaut euch ab und zu auch mal die Kette an, wie die aussieht. Das sind alle Teile, die verschleißen, das ist normal. Und da muss man es halt auch tauschen. Das ist Fakt. Kleine Nudeln mit Tomatensauce. Wenn das okay ist. Ja, ich esse alles außer Oliven. Na, Oliven wollten wir dazu reichen. Weiß ich, was der sagt. 13:21 Mittagszeit. Naja. Die Nudeln sind noch zu al dente. Gut, also gut, das war's. Der Achim hat euch jetzt mal erklärt, wie man so eine Narbe zusammensetzt, sag ich jetzt mal. Ne? Und einfach nur für das Grundverständnis, das war jetzt keine Detailaufnahmen. Und ihr wisst ja, auf dem Kanal hier keine Videos, so macht man es nicht oder so, sondern einfach nur, ihr könnt uns über die Schulter schauen. Und manchmal mit dem, manchmal mit dem. Ja? Also, ich bin immer hier, aber manchmal sind eben auch andere Leute hier, die was schrauben und bauen. Deswegen, dieser Kanal macht keine Lehrvideos. Ja? Bei uns gibt es sowas nicht. Ihr müsst es so machen und so machen. Ja? Sondern sind alles nur so, mach ich es. Deswegen ist es manchmal auch nicht, manchmal auch einfach nur gezeigt, manchmal gar nicht erklärt. Einfach nur gucken, zugucken und den normalen Alltag, den wir hier so haben, könnt ihr gerne mit uns zusammen genießen. Der Mika wieder. Das hatten wir heute Morgen schon entwickelt, das Ding. Schaut euch das mal an hier. Die hat einen Unfall, ihr habt die gute Dame. Seht ihr das? Kann man das sehen? Hier. Dann Shelly. Komplett verbogene Kettenradgarnitur. So schade drum. Da kommt sie. Da. Hier sieht man es vielleicht ganz deutlich.
Da kommt schon an die Kette ran. Der kommt schon an die Kette ran hier. So eine Kacke. Tretlager ist auch durch eigentlich. Jo, das baue ich jetzt. Das baue ich jetzt ab und dann messe ich die mal aus, was wir da brauchen. Anhört, ey. Ne? Oh, mein Sohn hat keine Arme mehr. Wo sind die hin? Ich glaube, mein Sohn ist müde. Der sieht nämlich total müde aus. Der hat nämlich heute seinen ersten Pro-Arbeitstag gehabt. Ich meine, jetzt bin ich schon mal so weit. Das ist jetzt ja nicht auf, ja, aber... Ich guck doch glatt weg mal ins Lager rin. Was wird uns denn da wohl erwarten? Mein Sohn macht Kameraführung. Was erwartet uns in diesem Lager? Sag mal, ist das überhaupt der richtige Löffel, den er da verwendet? Ja, ist es. Oh, die geht freiwillig auf. Öffne mich! Das Lager schreit, öffne mich, gib mir Fett! Der geilste Schlüssel ever. Bitte, bitte, Fett! Wir brauchen Fett! Doch noch nicht so viel Asche, wie ich dachte. Die glänzen sogar noch, die Kugeln. Hier kannst du den Chrom runterblättern. Hier von den Kugeln kannst du den Chrom bald auch runterblättern. Die glänzen auch, ja, aber das war's. Das war's, ja. Trocken sind sie. Drogen! Gib Drogen eine zu Hause. Was ist hiermit? Ja, das ist natürlich durch. Verkriesknoddelt. Fett! Fett! Jungs, das Leiden hat ein Ende. Jetzt kommt Tommy, der alte Fettbatzen. Der Vetter vor dem Herrn. Wir gucken uns die Achse an. Denn warum gucken wir uns die Achse an, Leon? Was sagt der Ausgelernte, der Geselle? Ist ja kein Lehrling mehr. Warum guckt man sich dann Achsen und Laufflächen an? Sagt man so. Ja, wegen der Lauffläche. Weil ich gerade drauf hinaus. Dass die vielleicht Pickel hat oder irgendwas. Spitting! Wie nennt sie Spitting? Pitting. Oder halt an sich. Oder eingelaufen ist, so wie diese hier. Ja, genau. Naja, gut, wir sind jetzt nicht im Hochgeschwindigkeitsbereich unterwegs. GPM Sprint. Diese Achse bekommen wir nirgendwo wieder. In der Qualität. Ei, und die hat sogar Dings, die hat sogar Bums, die hat sogar. Knicke, Knack, Eiersack. Die hat halt diese Pittings. Sieht man die? Ja, ich versuche es rauszubekommen, aber ich glaube, das wird nicht scharf. Nee, scharf wird es nicht. Also weil nicht, die halt nicht schön genug halt. Zack, zack. Aber die hat halt überall kleine Pünktchen. Pünktchen und Anton. Wer kennt sie nicht? Dann bete da, Pünktchen wartet, Anton hoch. Und jetzt müssen wir nur noch den... Die Asche da rausholen. Den Grind hier rauskriegen, den da. Farbe, Rost. Naja, Farbe nicht, einfach nur Rost. Ja, ja komm, hier die Restfarbe von den Gewinde halt. Na, das haben sie ausgeblasen damals. Da ist nichts mehr. Nee, nee, das ist keine Farbe, das ist nur, nur Rost. Also bei hat aber eine schöne Farbe angenommen. Genau. Fett Presse. The very nice grease gun from Pierce. Ein schönes Gerät. Was hast du dazu? Cool, finde ich.
Oh, also, fühlt sich ganz anders an. Fett, fett. Im Idealfall nimmt man sich einen Beruf, an dem man nicht mit Dreck zu tun hat. Setzt sich ins Büro, poliert seine Maus jeden Tag. Oder man arbeitet so wie wir. Mit Dreck im Pfoten jeden Tag. Ja, bitte, Brigitte. Hallo. Na? Ach, das ist ja wirklich Brigitte. Na, was los? Ach, dem nicht quatschen. Dem nicht quatschen. Fertig mit Schneiden oder dicke Augen schon? Ja, geht doch schön. Und ihr beschäftigt euch zufälligerweise mit Fahrrädern? Ja. Ganz zufälligerweise mit desolaten Tretlagern, die eigentlich ja nicht Programm waren. Ehrlich gesagt, war das ja nicht Programm. Wir gingen eigentlich nur um. Aber nee, das hat sich Problem. Grauslich angehört. Du brauchst die Helden, ich hab keins. Nee, das ist noch viel schlimmer. Viel schlimmer? Ja. Was? Ich brauche einen Ständer. Oh ja, Viagra. Viagra wollte ich gerade sagen. Soll helfen. Apotheker hat sich schon. So, das ist nicht vor der Kamera hier, wir verkaufen dir nicht rum. Ihr macht auch in Viagra. Wie viel brauchst du? Wie viel brauchst du? Was für ein Ständer? Naja, einer, der wirklich stabil steht. Ich sag dir, du kannst mit Fahrrädern vergessen. Auch beim Motorrad. Gut abschmieren und so, Schmiernippel, alles sowas. Ja. Das ist halt aber so. Ich wusste, du kannst mir da nicht helfen. Also, aber ich dachte, komm mal vorbei. Für was für ein Rad denn? Ja, für mein neues Lieblingsrad. Was ist das mit Rad? Hm? Wo ich da die Schutzbleche neulich dran gebastelt habe. Was war denn das? Stevens? Genau. Herr Stefan fährt ein Stevens. Nee, das ist gar kein Stevens. Das ist Quatsch, weil kein Giant. Du hast einen Stevens, ja? Wo ist mal noch Ständer? Ständer hier! Hier! Bei mir! Hinter der Tür hier? Nee, hier. Hinter dir? Ja. Schwarze Kiste, ihr brauchte. Naja, musste nicht, aber kannst du. Ja, dann gucke ich mal nach einer Konterschraube, das reicht mir. Also Muttern braucht man dafür, ne? Oh, ist eine längere Schraube. Oh, viel mal, ganz anders. Also ich probiere es erstmal so und viel links kann ich dann immer noch drauf. Du musst halt dazu stehen. Ganz wichtig.